Ja, hallo zusammen. Ich bin Nick vom TechEds e.V. Hauptsächlich. Und ja, ich möchte die Gelegenheit des Lightning Talks nutzen, einmal kurz ja, ein bisschen Lobbyarbeit für die jüngsten KontributorInnen im Bereich freie Software und freies Wissen zu machen. Dann Hilfe, ich kann nicht blättern. Genau. Was machen wir beim TechEds e.V.? Wir sind eine Organisation, ein gemeinnütziger Verein, der sehr viel im Bereich freie Software macht ursprünglich und vor allem immer den Grundsatz hat, Menschen jeden Alters, ganz unabhängig von ihrem Alter, zu beteiligen und ihnen Möglichkeiten zu geben, sich einzubringen. Ja, jetzt muss ich ein bisschen improvisieren, weil eigentlich ist das Video, was ich zeigen wollte, der erste Schritt. Was machen wir zum Beispiel? Wir haben drei Projektsäulen. Eine davon ist, wir zeigen Kindern und Jugendlichen, dass sie sich aktiv einbringen können überhaupt. Ja, dass sie nicht nur Technik und Hardware, Software konsumieren können, indem sie sich Apps auf ihrem Smartphone installieren und die dann einfach nutzen, sondern dass sie all diese Dinge auch tatsächlich selber gestalten können. Das machen wir zum Beispiel durch Coding- und Making-Workshops in verschiedenen Settings. Dafür ist freie Software und freie Unterrichtsmaterialien natürlich eine absolut notwendige Bedingung. Denn was nicht frei verfügbar ist, nicht frei verändert oder wo der Code nicht frei gelesen werden darf, das kann man natürlich auch nicht aktiv und selbstbestimmt mitgestalten. Die zweite Säule, die wir haben, ist das Projekt Schulfrei, bei dem wir mit der Bildung direkt zusammenarbeiten, vor allem mit allgemeinbildenden Schulen und halt letztendlich hier freie Software nicht nur bewerben, sondern vor allem auch Lehrkräften, Schulangehörigen zeigen, dass auch sie auf offene Plattformen freie Software mitgestalten können und nicht nur so nutzen können, wie sie ihnen von einem Hersteller vorgesetzt werden. Genau, und jetzt, ja, da sehe ich wieder ein Bild. Ich habe zwei Kids mitgebracht in virtuell. Leider hat das wegen Hallo, ich bin Jonathan, der 12 Jahre Entfernung alt. nicht so Ich gut arbeite. geklappt, sie mit hier hinzubringen, aber sie zeigen im Video. Stellen Sie sich einmal kurz vor, Jonathan und Mats. Heute an Alexis, um halt freie Software in Schulen voranzubringen. Dann kann man im Informatikunterricht oder so zum Beispiel selber einen Beruf für Alexis programmieren, das dann auch tatsächlich benutzt wird. Und ich mache bei OpenStreetMap mit, sodass man dann freie Karten hat, die man gut nutzen kann und die halt mit neuen Informationen auch befüllt sind. Hi, ich bin Mats. Ich bin 13 Jahre alt und filme und fotografiere gerne. Außerdem interessiere ich mich für Computer und andere Technik. Bei TechEds beteilige ich mich im Projekt Hacken Fun, in dem wir an Elektronikprojekten basteln und Kinderfreizeiten organisieren. Meine Motivation hier ist, dass ich Kindern etwas beibringen kann und auch selber coole Basteleien bauen und am Ende auch benutzen kann. Außerdem helfe ich gerne, auch zusammen mit anderen, an Projekten wie OpenStreetMap mit. Ja, gut, danke Jonathan und Mats für eure kurze Vorstellung. Sie haben ja ein paar Beispiele gehört, ne? Alexis ist diese Schulsoftware, die habe ich in einem Vortrag hier vor dieser Lightning Talk Session vorgestellt. Aber auch OpenStreetMap, ne? Hier geht es bei den Beiträgen gar nicht direkt um Programmcode oder um Programmierung, sondern um Beiträge zu einer freien, offenen Landkarte, an der beide Kids gerne, sehr gerne mitwirken. Hier habe ich mal ein bisschen als Schlagwortwolke letztendlich dargestellt, was eigentlich junge Menschen so zu offenen Projekten beitragen. Das fängt an mit dem Finden von Tippfehlern. Ja, es kommt sehr, sehr häufig vor. Also es kommt eigentlich fast nicht vor, dass ich in unseren Vereinsprojekten oder den Projekten drumherum irgendwas committe und nicht irgendein 10-, 11-, 12-Jähriger oder so danach einen Merge-Request aufmacht und sagt, da hast du dich vertippt. Ja. Vor allem, weil ich immer sehr auf Rechtschreibung achte. Auch bei den Kids kriege ich das natürlich dann doppelt zurück. Das ist ganz selbstverständlich. Sie halten Vorträge, sie stellen fest, dass sie auf Open-Source-Konferenzen auch gehört werden und einfach erzählen können, was sie gerne machen, wo sie gerne beitragen, was sie toll finden.
Sie finden während unserer Workshops, finden Sie in dem Python-Editor, den wir benutzen, finden Sie Bugs oder fehlende Features, kleine, die man noch beitragen kann. Und dann wird aus dem Python-Workshop halt eben gerade ein Workshop, wo man mal eben diesen Bug in dem Editor eben behebt. Sie halten einfach Dinge anders. Ja? Sie sagen irgendwie, ja, hier, die Software habe ich jetzt so und so benutzt und das ist passiert. Und dann sagen EntwicklerInnen, aber auf die Idee sind wir noch gar nicht gekommen, dass man das überhaupt machen kann. Ne? Sie tragen zu freier Schulsoftware bei. Sie spielen natürlich, Minetest ist hier ein beliebtes Beispiel, ein Minecraft-ähnliches freies Spiel. Sie probieren Mods aus, sie stöpseln Dinge zusammen, sie gucken, wie funktioniert das. Und sie stellen Verständnisfragen dazu. Ganz wichtig, Verständnisfragen sind Kontributionen aus unserer Sicht. Ja, jede Frage, die gestellt wird, zeigt auf, dass etwas Erklärung braucht und dass man vielleicht etwas aus einer Sicht sehen muss, auch als Software oder als offenes Projekt, aus dem es vielleicht noch nicht gesehen hat. Wir haben nur ein Problem. 10 Millionen Kinder in Deutschland können nicht richtig Bug-Reports schreiben. Nicht, weil sie nicht schreiben können, wer das jetzt gedacht hat. Ja, bitte, ganz falscher Weg. Ja. Aber weil zum Beispiel GitHub meint, dass sie zu jung sind. Das ist die Bitte, die ich an euch herantragen möchte, an diejenigen von euch, die Projekte gestalten, die Maintainer sind, die Konferenzen organisieren, die in freien Projekten sich einbringen. Bitte denkt dabei bei der Inklusionsfrage, die sich oder bei der Inklusivitätsfrage, die sich sehr viele heute stellen, wie können wir Barrieren abbauen, denkt bitte auch an die Jüngsten. Und die haben hier eine besondere Herausforderung, denn sie stehen vor rechtlichen Problemen. Plattformen, die Werbung einblenden. Ja, also GitHub ist deswegen ab 16 Jahren beschränkt, weil sie Werbung für GitHub Premium unbedingt einblenden müssen an prominenten Stellen. Sonst würden sie gar nicht unter diese amerikanische Regelung fallen für diese Begrenzung. Ja? Deswegen bitte lasst uns doch freie Software inklusiv für so viele Leute wie möglich machen. Ein paar Vorschläge, was man dafür tun kann. Matrix statt Discord nutzen, Codeberg statt GitHub nutzen. Ja? Das sind aber gar nicht Vorgaben, das sind nicht die einzigen Wege. Es gibt viele Wege, die man gehen kann. Nur bitte lest die Nutzungsbedingungen und behaltet dabei auch die Jüngsten dabei, die gerne schon ihre Beiträge leisten möchten und da oft vor rechtlichen Hürden stehen. Und wir laden euch natürlich auch ein. Es gibt dabei natürlich Herausforderungen, einmal rechtliche Herausforderungen, auch pädagogische Herausforderungen. Dafür bringen wir zum Beispiel bei TechKids viele Jahre Erfahrung mit oder hören auch gerne eure Erfahrungen und eure Bedenken. Deswegen bei TechKids fragen, ja, kommt gerne bei uns virtuell oder auch nicht virtuell vorbei. Lasst uns freie Software und offene Projekte zugänglich für alle machen, unabhängig von ihrem Alter. Es ist wieder kaputt, aber ist gar nicht schlimm, weil es die letzte Folie. Danke fürs Zuhören.